Willkommen zu einem neuen Beitrag. Heute gibt es wieder einmal einen Beitrag aus der Rubrik Echte Fälle, also True Crime, wie man das so schön nennt. Aber das ist wieder ein Fall, der sowohl in diese Rubrik Crime wie auch in die Rubrik Mystery passt. Und dieses Mal ist das Ganze ein sehr aktueller Fall, so aktuell, dass das Ganze zwar vor Gericht ist, es aber immer noch kein Urteil gibt. Denn dem Täter etwas nachzuweisen ist etwas schwierig. Es gibt jede Menge Hinweise darauf, dass er diese Tat begangen hat, aber den letztendlichen Beweis, den gibt es nicht. Es steht zum Beispiel die Frage im Raum, ob jemand, der einen anderen Menschen mit Magie und Zauber umbringen möchte, wirklich einen Mordvorsatz hatte, ob man ihn das so auslegen kann, weil es das ja eigentlich, also laut der Wissenschaft und so weiter, gar nicht gibt. Oder alternativ ist das Ganze ein Anzeichen dafür, dass er geistesgestört ist und die Verteidigung das Ganze dann ins Feld führen kann. Wie dem auch sei, es ist eine Frau verschwunden und die große Frage ist ihr Mann der Täter? Hat er sie umgebracht oder hat all das, was er vorher getan hat, nichts zu bedeuten? Die junge Frau hier auf dem Bild, das ist Maya Miglietti. Niemand weiß, ob sie noch lebt. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand geht die Polizei aber davon aus, dass sie ermordet wurde. Und wie die Polizei glaubt, von ihrem eigenen Mann, Larry Miglietti. Angesichts der letzten Bilder, die es von ihr gibt, da mag man das vielleicht kaum glauben, aber sie war 39 Jahre alt. Geboren wurde sie auf den Philippinen, ist aber dann später nach Hawaii gezogen, wo sie aufwuchs. Sie stammt aus einer wohlhabenden Familie, hat studiert und war sehr gebildet. Irgendwann lernte sie dann ihren späteren Mann Larry kennen, mit dem sie nach Chula Vista, einem Vorort von San Diego, in den USA zog. Die beiden bekamen 3 Kinder und es hatte den Anschein, dass die Miglietis eine Bilderbuchfamilie wären. Aber wie die späteren Ermittlungen zeigten, da gab es da eben etwas Dunkles, das sich hinter dieser Bilderbuchfamilie versteckte. Etwas, das mit schwarzer Magie und dem Versuch von Gedankenkontrolle zu tun hatte. Es war der 7. Januar 2021. Maya Miglietti schien nach Aussagen aller, mit denen sie an diesem Tage entweder am Telefon, per WhatsApp oder direkt geredet hatte, sehr gut gelaunt. Aber sie schien auch sehr beschäftigt, denn es waren 2 Tage vor dem Geburtstag ihrer ältesten Tochter. Und Maya plante, ihrer Tochter eine Überraschungsparty zu machen und war sehr damit beschäftigt, alles vorzubereiten. Während sie das tat, hielt sie aber ständig Kontakt mit Freunden und Verwandten, meist über WhatsApp. Aber irgendwann an diesem Abend, da brach sie die Kommunikation plötzlich ab. Aber nicht nur diese Kommunikation über WhatsApp, sondern sie nahm auch einen vereinbarten Anruf einer Freundin nicht entgegen. Und dieser Zustand, der blieb. Einige Verwandte, die versucht hatten, sie zu erreichen, die wurden am nächsten Tag dann sehr besorgt. Ihre Eltern und ein Onkel und seine Frau, die riefen dann Larry Miglietti an, um zu erfahren, wo Maya wäre. Ebenso rief später dann noch ein Cousin von ihr an mit der gleichen Frage. Larry Miglietti, der gab sich entspannt, erzählte aber allen dreien verschiedene Versionen, wo seine Frau wäre. Er erzählte einmal, sie wäre zu einer Wanderung aufgebrochen, dann erzählte er, sie wäre ins Weinland gefahren, um dort mal einen Tag auszuspannen, und ein anderes Mal erzählte er, sie wäre mit ihrem jüngsten Sohn ans Meer gefahren. Diese Aussage fanden die Verwandten schon sehr unglaubwürdig, denn Maya würde nie einfach irgendwo hinfahren, ohne sich bei ihnen abzumelden, besonders bei den Eltern nicht. Als man sie am nächsten Tag dann immer noch nicht erreichen konnte, da machten sich die Verwandten auf zum Haus der Miglietti. Dort trafen sie dann Larry Miglietti an und sie wollten wissen, wo Maya wäre. Der änderte seine Aussage dann dahingehend, dass Maya sich ins Schlafzimmer eingeschlossen hätte, weil sie Probleme mit ihrer Psyche hatte. Das habe er den Verwandten dann nicht erzählen wollen, weil das ganze Familiensache sei und weil Maya das auch nicht wollte. Die Verwandten von Maya, die verlangten daraufhin Einlass in die Wohnung, was Larry ihnen verweigerte, und dann stürmten sie das Haus sozusagen, aber sie konnten Maya nirgendwo finden. Weder in dem genannten Schlafzimmer noch sonst irgendwo im Haus.
An diesem Tag, das war der 9. Januar 2021, gingen die Verwandten dann zur Polizei von Chula Vista und meldeten Maya als vermisst. Sie erzählten dort von diesem plötzlichen Abbruch der Kommunikation. Sie erzählten all die Ausreden, die Larry Miglietti hatte und das, was er an diesem Tag angab, dass sie sich eben im Schlafzimmer verstecken würde, wo man sie aber nicht vorfand. Der Polizei erzählte Larry dann aber dieselben Geschichten, die er zuvor den Verwandten von Maya erzählt hatte. Das kam den Beamten dann natürlich sehr merkwürdig vor und sie begannen damit, Larry genauer zu befragen. Und als Maya die nächsten Tage immer noch nicht auftauchte, da wurde er dann sogar im Präsidium befragt. So nach und nach kristallisierte sich dann ein Bild heraus, dass diese Bilderbuchfamilie gar nicht so perfekt war, wie es nach außen den Anschein hatte. Mayas Ehemann räumte ein, dass sich ihre Beziehung seit ungefähr Ende 2020 verschlechtert hatte. Denn ab diesem Zeitpunkt, da war Larry der Meinung, seine Frau hätte eine Beziehung zu einer Arbeitskollegin. Und in ihm wuchs dann die Eifersucht heran. Die Polizei, die begann dann damit, Freunde und Freundinnen von Maya zu befragen. Ihrer besten Freundin hatte Maya anvertraut, dass Larry immer eifersüchtiger wurde und dass er einen regelrechten Kontrollwahn hatte. Und dass er sich einbilden würde, sie hätte ein Verhältnis mit einer Kollegin. Das Ganze habe sich so gesteigert, dass sie tatsächlich darüber nachdachte, die Scheidung einzureichen. Denn so nach und nach bekam sie regelrecht Angst vor ihrem Mann. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass sie tatsächlich am Tag ihres Verschwindens mit einem Scheidungsanwalt telefoniert hatte. Andere Freunde sagten aus, dass Maya ihnen erzählt hätte, dass Larry sie sogar körperlich missbraucht habe. Und diese ganzen Dinge steigerten sich seit Ende 2020 halt immer mehr. Er verbot Mayas Eltern zum Beispiel auch, dass sie ihre Enkel sehen dürfen und diese wandten sich ans Jugendamt und es gab dann einen Streit um das Besuchsrecht. Ebenso kam dann irgendwann heraus, dass er das Handy der ältesten Tochter im Wagen von Maya versteckt hatte. Darauf befand sich nämlich so ein GPS-Tracker, mit dem er dann Mayas Aufenthalt und Weg nachverfolgen wollte. Larry sagte aus, er hätte sie einmal mit diesen Daten verfolgen können und hätte sie dann mit einem Liebhaber in einem weißen LKW sitzend angetroffen. Aber all dies war nichts gegen das, was die Polizei dann bei ihren weiteren Ermittlungen noch herausfand. Larry hatte es sich offenbar auf dubiosen Seiten Technik bestellt, die angeblich dazu geeignet war, andere Menschen unter Gedankenkontrolle zu bringen. Angeblich würden diese Geräte Nachrichten, die man dort eintippte, permanent unterschwellig in den Raum abgeben und dann so denjenigen, der diesen Nachrichten ausgesetzt war, eine regelrechte Hirnwäsche verpassen. Und in Larrys Fall, da war es so, dass er Maya dahingehend zu beeinflussen versuchte, dass sie mehr oder minder sein Eigentum wäre, dass sie selbst gar nicht mehr von ihm fort wolle und für immer bei ihm bleiben möchte. Offenbar war er zu diesem Zeitpunkt schon extrem eifersüchtig und besitzergreifend und er versuchte es dann eben mit diesen unterschwelligen Nachrichten. Diese unterschwelligen Nachrichten, die schienen aber ihre Wirkung nicht zu zeigen. Er suchte weiter nach einer Lösung für sein Problem und offensichtlich schien er sie dann wieder im Internet gefunden zu haben. Unter dem Vorwand, dass er sich um ihre Gesundheit sorgen würde, da begann er damit, ihr verschiedene Nahrungsergänzungsmittel und Kräutermischungen zu verabreichen. Das waren Rezepte, die er ebenfalls auf irgendwelchen dubiosen Seiten gefunden hatte. Und diese Zusammensetzungen, die er ihr verabreichte, die sollten den Zweck erfüllen, sie lethargischer und für mentale Suggestion offener zu machen. Man muss hier vielleicht erwähnen, dass er zu dieser Zeit schon so einen starken Druck auf Maya ausgeübt hatte, dass sie diese Dinge bereitwillig trank, vielleicht weil sie sich auch selbst einredete, dass das Ganze gut für ihre Gesundheit sei. Gleichzeitig mit dieser Mischung, die er ihr verabreichte, da begann er damit, eine Reihe verschiedener Pheromone im Haus zu versprühen. Der Zweck dieser Pheromone war der, dass er damit ihren Geruchssinn manipulieren wollte. Was genau er damit erreichen wollte, das weiß man derzeit noch nicht. Auf dem Handy von Maya, das die Polizei im Haus der Familie fand, da entdeckte sie Nachrichten an ihren Mann. Darin teilte sie ihm mit, dass er damit aufhören sollte, ihr diese Cocktails aus Nahrungsergänzungsmitteln und Kräutern zu verabreichen, weil diese sie schlapp und müde machen würden. All das erfuhr die Polizei von Mayas Freunden und sogar von Larry selbst und danach hatte sie genug in der Hand, um bei der Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung zu beantragen, die dann auch genehmigt wurde. Und dabei entdeckte sie dann Dinge, die noch viel merkwürdiger waren.
Die Polizei, die fand eine ganze Reihe belastender und oft bizarrer Dinge. Es wurde sehr schnell klar, dass Larry in der Wohnung einige Kameras installiert hatte, die von niemandem zu sehen waren. Und so fanden sie dann auch ein Video, das ihn und seine Frau bei einem Streit zeigte. Bei diesem Streit, da ging es darum, dass Larry ihr wieder eine Affäre vorwarf. Und man konnte deutlich hören, wie sie zu ihm sagte, das reicht ja also, um mir ständig den Tod zu wünschen. Das war natürlich kein Beweis dafür, dass er ihr etwas angetan hatte, aber es warf ein unschönes Licht auf ihn. Und es war nur ein weiterer Mosaikstein, denn mittlerweile, da wurde Larry von der Polizei als sehr verdächtig betrachtet. Man begann dann damit, mehrere PCs und Laptops zu durchsuchen, die sich im Haus befanden. Auf einem Tablet, das eigentlich den Kindern der Familie gehörte, da fand man ein passwortgeschütztes Verzeichnis und das hieß Daddy's File. Man befragte Larry nach diesem Passwort, das er dann nach einiger Zeit auch preisgab, und in diesem Verzeichnis, da fand man dann eben Fotos und Videos von Larry und seiner Frau beim Sex, die er selber dann mit seinen Kameras und so weiter aufgenommen hatte. Aber es waren noch andere Dinge zu sehen. Die Polizei fand Fotos und Videoaufnahmen von Männern und Frauen. Larry gab dann an, dass er diese Personen überwacht hatte und dass er davon ausging, dass seine Frau mit diesen Personen ein Verhältnis hatte. Sie fand ein ganzes Sammelsurium von Word-Dateien mit Texten, die Larry aus dem Internet kopiert hatte. Und darin ging es um die eben erwähnten Nahrungsergänzungsmittel, Kräuter, Beruhigungsmittel oder Mittel, die Bewusstseinskontrolle ermöglichen sollten. Und im Verlauf des Computers, da konnte man sehen, dass er nach Giften gesucht hatte, die nicht nachweisbar sind. Was die Polizei aber dann entdeckte, das verschlug ihnen regelrecht die Sprache. Larry hatte Kontakt mit Zauberern und Praktikern der philippinischen schwarzen Magie gehabt. Es ging in diesen Mails darum, dass er diese Zauberer bat, eine Verhexung seiner Frau vorzunehmen. Er schrieb: Ich möchte einen mächtigen Liebeszauber, um meine Frau Maya Miletti für immer an mich zu binden. Sie soll mich, so wie ich sie, bedingungslos lieben, um sie davon abzuhalten, unsere Familie noch mehr zu verletzen. Dieser kurze Auftrag war aber nur der Anfang. In anderen Mails wurde er dann wesentlich konkreter, was er sich für seine Frau wünschen würde. Sie sollte Albträume bekommen, Angstzustände, eine schwere Krankheit oder Knochenbrüche. Eben alles, was sie daran hindern würde, das Haus zu verlassen. Und so lesen sich seine E-Mails zum Beispiel wie folgt. Gibt es Zauber, der körperlichen Schaden verursachen kann? Können Sie jemanden Krebs geben? Bitte geben Sie ihr die schlimmsten Albträume, die man sich vorstellen kann, damit sie für ihre Taten bestraft wird. Können Sie einen Zauber sprechen, der körperlichen Schaden verursacht und sie verkrüppelt oder töten kann? Gibt es einen Zauber, der sie so krank macht, dass sie von mir abhängig ist? Machen Sie sie krank und dann halten Sie sie krank. Sie ist nur nett zu mir, wenn sie mich braucht oder krank ist. Meine Frau will sich unbedingt scheiden lassen. Sie sagt, dass es mit uns vorbei ist. Sie ist außer Kontrolle und ich glaube, sie will, dass ich ausraste. Bitte bestrafen Sie Maya und machen Sie sie so handlungsunfähig, dass sie das Haus nicht mehr verlassen kann. Es ist Zeit, die Samthandschuhe auszuziehen. Insgesamt bestellte und bezahlte Larry Miletti 70 verschiedene Zauber. Und das bei verschiedenen Zauberern der Philippinen. Die Polizei fand hunderte von E-Mails, die die Kommunikation zwischen Larry und den Zauberern darlegten. Nachdem die Polizei all das gefunden hatte, da wurde dann Larry unter dringendem Mordverdacht festgenommen. Einen Tag vor ihrem Verschwinden, da hatte Larry zum Beispiel noch einen Fluch gegen sie bei einem Zauberer bestellt. Und es kamen noch ein paar andere Dinge ans Licht. Die Häuser der Nachbarn, die waren mit Kameras ausgestattet. Kameras, die das eigene Grundstück zeigten, aber eben auch ein Teil des Nachbargrundstücks, und das war eben das der Miletti's. Auf einer Aufnahme konnte man sehen, dass am 7. Januar 2021, das war der Abend, an dem sie dann plötzlich die Kommunikation mit allen eingestellt hatte, Mayas SUV langsam rückwärts in die Garage gefahren wurde. Wer am Steuer saß, konnte man leider nicht erkennen. Diese Aufnahme, die wurde spät am Abend gemacht. Aber es gibt noch eine andere Aufnahme, und zwar eine Audioaufnahme, die sich auf einer Kamera befand. Diese Kamera, die zeigte zwar nicht das Grundstück der Miletti's, aber sie nahm die Geräusche aus der Umgebung mit auf. Und auf einer Aufnahme vom 7. Januar 2021, da waren dann dort deutlich um 21.57 Uhr Schüsse zu hören.
Hier mal die Original-Tonaufnahme. Und Mayas Schwester Mary Chris, die sagte gegenüber der Polizei aus, dass Maya ihr gesagt habe, wenn mir etwas passiert, dann war es Larry. All das sind natürlich keine Beweise dafür, dass Larry seine Frau umgebracht hat, aber es sind halt schwerwiegende Indizien. Larry Mulletti, der behauptete und behauptet immer noch, dass er absolut unschuldig am Verschwinden seiner Frau sei. Sie sei ihm einfach davongelaufen, nicht mehr und nicht weniger. Das wiederum wird von allen, die Maya kannten, insbesondere von den Eltern, als absolut unmöglich erachtet. Denn Maya sei eine fürsorgliche Mutter, die ihre Kinder über alles liebt, und sie hätte sie niemals alleine zurückgelassen. Larry Mulettis Anwalt, der hat im letzten Jahr versucht, ihn für unzurechnungsfähig erklären zu lassen, eben aufgrund dieser ganzen Zauber, die er bestellt hat und all dieser Dinge, aber das ließ das Gericht nicht zu und der Prozess wurde planmäßig eröffnet. Zwischenzeitlich war es so, dass die Polizei noch einmal das komplette Haus der Mulettis durchsucht hat und dabei wendete sie eine neue Technik an. Die Polizei, die installierte im Haus der Mulettis so eine Art 3D-Scanner. Dieser nimmt die komplette Umgebung auf und wirft dann so ein 3D-Modell der Räumlichkeiten aus. Was genau die Polizei damit bezweckt, ist allerdings noch nicht bekannt gegeben worden. In der Regel ist es aber so, dass diese 3D-Scanner eingesetzt werden, um die Flugbahn von Geschossen nachstellen zu können. Die Einschusslöcher werden dann mit diesen Stangen, mit diesen Kugeln dran markiert. Dann kommt dieser Scanner zum Einsatz und man kann dann wohl im Nachhinein die genaue Flugbahn der Kugeln berechnen und auch, wo der Täter gestanden haben muss. Warum das Ganze Fragen aufwirft, was die Polizei damit wollte, ist halt die Tatsache, dass es im Haus der Mulettis ja überhaupt keine Spuren dafür gab, dass dort geschossen wurde oder dass Maya da in irgendeiner Weise ums Leben gebracht wurde. Aber dann ist es vor einiger Zeit zu so einer Art Knall in diesem ganzen Fall gekommen. Die Familie hatte einen Detektiven beauftragt, Ermittlungen durchzuführen. Und der fand über Larry Mulletti Folgendes heraus. In den 1990er Jahren, da war Larry Mulletti Mitglied in einer Straßengang. Und ein paar Mitglieder dieser Gang, die hatten einmal einen jungen Mann getroffen, der einer anderen Gang angehörte. Einer verfeindeten Gang. Und diese Leute von Larry Mulettis Gang, die zogen dann ihre Messer. Nach ihrer Tat verließen sie den Tatort im Glauben daran, dass ihr Opfer tot sei. Aber der Mann hatte überlebt und er schleppte sich in ein Krankenhaus und da wurde er notoperiert und das Ganze ging aber für ihn dann gut aus. Unter den Tätern befand sich aber jemand, den wir jetzt hier schon ganz oft gehört haben, nämlich Larry Mulletti. Und der wurde dann von dem Opfer als einer der Haupttäter bezeichnet, also jemand, der das Ganze angestachelt hat. Zu dieser Zeit war er gerade 15 Jahre alt und er erhielt dann eine Jugendstrafe wegen Angriffs mit einer gefährlichen Waffe. Die saß er dann in einem Jugendgefängnis ab. Das warf natürlich ein vollkommen neues Licht auf Larry Mulletti. Nach dieser Tat haben seine Eltern ihn dann sozusagen gepackt und man ist nach Honolulu, Hawaii gezogen. Dort änderte sich sein Verhalten und er besuchte dann auch das College. Und da lernte er dann irgendwann Maya Mulletti kennen. Ja, wie gesagt, es hat in diesem Fall noch kein Urteil gegeben und es sind da viele Fragen offen. Zum Beispiel diese Versuche, Zauberer zu engagieren, die seiner Frau dann mit Verhexungen Schaden zufügen. Die wurden ja auch in den ersten Tagen der Gerichtsverhandlung besprochen und da war dann die Frage, kann man das wirklich als Mordversuch gelten lassen? Ihr wisst ja, wie es ist. Ich versuche es jetzt mal so auszudrücken. Es gibt ja in der Bevölkerung große Zweifel daran, dass so etwas überhaupt funktioniert. Ja, das wurde dann letztendlich mal so beschrieben, dass jemand sagte, wenn ich eine Wasserpistole nehme, im Glauben jemanden damit töten zu können und das dann auch versuche, war das Ganze dann wirklich ein Mordversuch, nur weil ich daran glaube, es geht mit der Wasserpistole, oder passt das alles nicht? Oder ist er einfach nur geistesgestört sozusagen? Und aus diesem Grund hat der Verteidiger von Larry Mulletti eben auch auf Unzurechnungsfähigkeit plädiert. Das sieht dann zum Beispiel die Staatsanwaltschaft ganz anders, die sagt, er war im Glauben, dass es funktioniert und hat dann vorsätzlich versucht, seiner Frau auf diese Art Schaden oder sogar den Tod zuzufügen. Und schon das wäre dann der vorsätzliche Versuch einer Körperverletzung, zumindest das.
Und insgesamt würde all das, was man gefunden hat, all das, was an Indizien existiert, ausreichen, um einen begründeten Mordverdacht zu haben. Und auch wenn es keine Leiche gibt, lautet die Anklage der Staatsanwaltschaft Mord. Ja, meine Lieben, soweit dann diese Geschichte. Gedankenkontrolle, Zauberei, Magie, all diese Dinge. Also an die wird er wohl geglaubt haben, sonst hätte er all das nicht versucht. Wie das juristisch zu bewerten ist, dazu kann ich natürlich überhaupt nichts sagen. Natürlich auch nicht dazu, ob er sich dann des Mordes schuldig gemacht hat und seine Frau dann umgebracht hat. Aber meine ganz persönliche Meinung, das ist meine, das muss nicht eure sein, also meine Meinung dazu ist, wenn ich fest daran glaube, dass es etwas gibt, das einen Menschen tötet oder ihn schwer verletzen kann, zum Beispiel so ein Zauber, und das Ganze in Anspruch nehme, dann ist das für mich eindeutig ein Versuch, diese Dinge in die Tat umzusetzen, also somit ein Vorsatz. Das ist so meine Meinung zu diesen Dingen und wenn ich ganz ehrlich bin, aufgrund der ganzen Dinge, die man dort gefunden hat und was da alles zutage kam, da bin ich persönlich, meine Meinung, der Meinung, dass der seine Frau um die Ecke gebracht hat. Aber mich interessiert natürlich dann auch bei beiden Punkten eure Meinung. Ist er schuldig, weil er den Vorsatz hatte, mit Zauber und so weiter seiner Frau großen Schaden zuzufügen und er hat ja fest geglaubt, das würde funktionieren? Ist das eurer Meinung nach dann schon eine strafbare Handlung? So eine versuchte Körperverletzung oder ein versuchter Mord, die Beweise dafür, dass er es versucht hat, befinden sich ja in den E-Mails. Und als zweiter Punkt, meint ihr, er hat seine Frau umgebracht oder meint ihr, er ist eher nicht schuldig? Wenn ihr mögt, dann schreibt's mal in die Kommentare. Und wenn ihr dieses Video als Information okay fandet, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.